Ja. Ich glaube, das war auch für mein Sprachzentrum eine Bereicherung. Ich hätte ja entweder links oder rechts davon gewählt, nicht genau dadurch. Also. Gut, dass ich angeschnallt bin. Ja. So, und jetzt Kontention oder wie das heißt. Ja. Kontenance. Danke. Ich fiel das Wort nicht ein. Kontention. Sagt Leute, einfach nicht reden. Ich auch. Sie dürfen. Okay, du darfst. Du darfst, Joghurette. Also wir bleiben jetzt bitte bei Ganju wenigstens. Links, ja. Links, links, also, links, links, links. Sonst kriege ich noch eine Rappel. Rechts, geradeaus, geradeaus. Geradeaus, links, geradeaus, geradeaus. Ich glaube, hier sollten wir anhalten, oder? Ja. Hier anhalten. Vielleicht so, dass du schnell rauskommst und nicht das Auto versenkst. Naja, okay. Sonst drehe ich vorher. Bring den mit. Der soll mit nach hinten kommen. So, Herr Müller. Wo fange ich an? Glauben Sie mir, dass dieses Gespräch mir keinen Spaß macht? Wir hatten ein recht gutes Verhältnis von Anfang an. Sie waren der Erste, den ich rekrutiert habe. Sie waren der Erste in der Familie. Und obwohl oftmals Schwierigkeiten auftraten, obwohl oftmals Dinge gesagt wurden, die nicht hätten gesagt werden dürfen, habe ich immer meine schützende Hand über sie gehalten. Ich habe nicht nur einmal mit ihnen gesprochen, ich habe nicht nur zweimal mit ihnen gesprochen, sondern ich habe ihnen drei ganze Chancen gegeben. Und bis dato hätte man vieles von dem, was passiert ist, als Bagatelldelikt irgendwie abtun können. Jedoch waren sie der Meinung, dass als sie mit von ihnen geklauter Munition aus einem stehenden Polizeiwagen oder selbst wenn es die Munition von mir höchstpersönlich angefertigt gewesen wäre, sehen Sie es als richtig, wenn Sie mit jener besagten Munition erwischt werden, hinzugehen und nicht nur meinen Kopf in die Schlinge zu legen, sondern damit auch zeitgleich den Kopf der gesamten hier anwesenden Familie. Sie haben, anstatt Eier zu beweisen, die Sie sonst vor Neuling vor Personen wie dem Herrn Schmidt immer so schön haben raushängen lassen, haben sie es nicht geschafft, als es darauf ankam, Größe zu beweisen. Stattdessen haben sie sich in Ausreden geflüchtet, haben in erster Linie an ihren Arsch gedacht und haben damit einen Einsatz des Sondereinsatzkommandos der Polizei ausgelöst, weswegen die hier alle anwesenden Personen mit Schrotflinten bedroht worden sind. Ich hatte in meinem eigenen Haus zwei Schrotflintenläufe an meiner Kehle sitzen. Und anstatt, dass sie auf mich zukommen,
und sagen wir mal eine Wortwahl wählen wie: Herr Ganju, ich habe richtig Scheiße gebaut, ich rück das wieder gerade. Kommen Sie mit einer Aussage, ja, richtig, Bezug nehmend auf, Sie haben meinen Kopf in die Schlinge gelegt, und erzählen mir ein von, das hätte Hintergründe und das hätte, was weiß ich nicht, ein Scheiß, der mich einen Dreck interessiert. Ich glaube, um das so zusammenzufassen, war Ihr größtes Problem nicht die Tatsache, dass Sie erwischt worden sind, mit was auch immer. Ihr größtes Problem war die Tatsache, dass Sie es nicht geschafft haben, sich unterzuordnen, die Familienmitglieder, die hier sind, als Familienmitglieder zu sehen, sondern eher als Sprungbrett für Ihre eigene Karriere, und haben darüber hinaus auch noch mich derartig hintergangen, dass ich nicht mehr eine schützende Hand über Sie halten kann und dass ich das zum Verrecken auch nicht mehr tun werde. Ich will von Ihnen nichts hören. Ich will kein einziges Wort hören. Ich habe genug gehört. Zumindest bis jetzt. Stellen Sie sich da vorne an den Steg. Hast du den Zement dabei? Smith, Günther? Mhm. Ah, danke. Moin. Hast du gegeben? Alles gut, ich hab. Ah, einer, okay. Ich brauche die Hilfe von einem. Wer fühlt sich bereit dafür? Okay, komm mit. Hinter dir steht ein Eimer. Ich bitte dich, einmal in diesen schwarzen Eimer beziehungsweise in den Bottich hineinzusteigen. Er steht ziemlich, sagen wir mal, nah an der Kante. So. Ich hätte nicht gedacht, dass ich die ersten Betonschuhe einem meiner Familienmitglieder gießen muss. Aber da gibt es mir einfach keine Wahl. So. Hast du noch... Hol noch mal bitte ein bisschen Wasser. Das ist zu dick. Du hättest alles haben können, hättest du mit der Familie zusammengearbeitet. Du hättest alles haben können. Ich verstehe es nicht. Wir haben dir alle geholfen. Wir haben alle füreinander, sind wir immer eingestanden. Und das Erstbeste, was du zu tun hast, ist, uns so abartig in den Rücken zu stechen. Aber du darfst gerne reden. Was dachtest du, wie die ganze Situation ausgeht? Was hast du erwartet? Danke. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Also ich hatte eigentlich vorgehabt, wenn ich ehrlich bin, dass ich Zeit gewinne mit dem, was ich gesagt habe, dass wir darüber reden können und dann zusammen zur Polizei gehen. Ich hätte das auch alles auf mich genommen für die Familie. Im ersten Moment, hast du es nicht im ersten Schritt getan? Warum? Weil ich dann sofort ins Gefängnis gewandert wäre. Wäre das schlimm gewesen? Ich würde für jeden Einzelnen der hier Anwesenden anscheinend nicht. Doch, würde ich auch. Das Problem ist einfach gewesen, dass ich Zeit brauchte. Und die Zeit wollte ich so gewinnen. Es war ein Fehler im Nachhinein, das gebe ich zu. Ein großer Fehler, den ich auch eingestehe. Aber ich war in dem Moment so nervös gewesen und wusste nicht, was ich machen sollte. Ja, ein Fehler zu viel. Ich habe oft genug meine Hand über dich gehalten. Oft genug. Ich habe oft genug versucht, dir beizubringen und dir zu sagen, das ist deine letzte Chance. Ich habe oft genug alles für dich getan. Ich weiß. Nikolas, war schön, dich als Bruder gehabt zu haben. Helf mir mal bitte hier den Bottich umdrehen, dass er zu uns schaut. So, dreh mal rum. Ui. Oh, Dickes. So. Kann rübergehen, Herr Mayer. Ich habe echt große Stücke auf dich gehalten. Ehrlich. Und ich habe noch versucht, die Schwächen, die alle in dir gesehen haben, die ich in dir gesehen habe, irgendwie zu deinem Besseren zu nehmen. Ich habe dir eine Position gegeben, obwohl du sie eigentlich nicht verdient hattest. Alle anderen haben sich einen Arsch abgearbeitet, haben zusammengearbeitet. Wie viele Male hast du versucht, einen Alleingang zu machen? Wie viele Male hast du nur an dich gedacht?
Und das ist nicht das, wofür wir stehen. Und das wusstest du von Anfang an. Du warst der Erste in unserer Familie. Ich kann dir nicht sagen, wie unfassbar enttäuscht ich von dir bin. Und das sage ich nicht als dein Chef, das sage ich nicht als dein Vorgesetzter, das sage ich als jemand, der dachte, dass ich dein Freund wäre. Allein aus Respekt vor dir, obwohl du ihn zum Verrecken nicht verdient hättest, werde ich dir zumindest ein Ertrinken ersparen. Wenn du noch letzte Worte an deine Familie hast. Schön, euch gekannt zu haben, vor allem dich, Nikolas. Und es ist schade, dass ich dich, dass mein Bruder da jetzt so stehen sehen muss und du meine Hinrichtung erleben musst. Das tut mir leid für dich. Für den anderen kann ich nur sagen, es war nicht so gemeint, es war ein großer Fehler. Aber ich kann es jetzt auch nicht mehr ändern. Von daher, macht's gut. Ich würde dir gerne sagen, dass es mir leid tut, aber dafür hattest du zu viele Chancen. Mach's gut. Oh! Geht auf Nummer sicher. Da liegt er da unten. Jetzt ist er weg. Und natürlich springe ich ins Wasser. Ist das kalt? Ich würde Ihnen eine Decke anbieten, wir haben noch keine. Alles gut, das ist ja Gott sei Dank warm, einigermaßen. Ja, sollten wir vielleicht nicht hier verschwinden? Wenn Schüsse gemeldet werden oder so? Gib mir nur einen kurzen Moment, das... Ja. Gajo. Ja. Sirenen. Abfahrt.
Duncan! 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 Leute, hallo. Ja? Jo. Holt mal bitte den Kollegen zurück. Machen wir. Das ist ja, so, ja, ja. Suchen wir immer unser Bestes zu geben. Mhm. Aber wer, auf dieser wir sind auf der Suche. Nein. Hallo, kommt doch bitte zu mir. Ja, ich bin doch da. Ja, wir sind doch alle schon nein, da gewesen gerade. Achso, nein, der Herr Duncan. Gut, ich. Ja, was gibt's denn? Der Herr. So schwer mir das fällt, er hat sich gerade vor unseren Augen, vor unser aller Augen das Leben genommen. Oh, ist er im Wasser? Ja. Das ist schlecht. Da müssen wir jetzt mal vorsichtig und schauen. Ich. Herr Sondermeier, Sie sind die Tauchstaffel, los, hopp, hopp. Wenn Sie mich kurz, also ich weiß nicht, bitte. Bitte ein bisschen ernsthaftigkeit. Mal hin. Nein, bleiben nein. Sie doch. Ich, du bleibst mein Gott, hier, ich will Mann. Mich nicht wiederholen. Bitte. Alter, der hat sich das Leben genommen. Da kannst du nichts mehr machen. Der ist finito ende. Tschüss. Ich weiß nicht, ob Sie sowas heilen könnten, aber ein Shotgun-Schuss durchs Gesicht ist, glaube ich, eher irreparabel. Wir haben versucht, auf ihn einzureden. Das Was ist los? Ja, das war das einer ihrer Jungs? Das war einer meiner Jungs. Ja, mein Beileid. Danke. Braucht ihr psychologische Hilfe, ihr, also du und deine Jungs? Auch ein bisschen frische Luft holen. Wir, ich weiß nicht, ich brauche gerade einfach ein bisschen Zeit, das mit anzusehen. Das war. Ja, aber Wasser. Kann ich mir vorstellen. Das ist so eine Flachpfeife. Auf jeden Fall. Ich melde mich morgen, ja. Ich will gerade einfach nur noch ins Bett. Also wenn ihr irgendwie reden wollt oder Danke. Irgendwie Hilfe braucht und wenn, falls du merkst, dass bei der Jungs jetzt sich irgendwas ändert oder so, schickt die ruhig mal vorbei. Wir Danke. Können ihnen da professionelle Hilfe geben. Ein bisschen reden hilft immer und wir wissen dann noch, was wir machen müssen. Mein Beileid. Schönen Tag noch. Danke, euch auch. Jo, mein Beileid. Danke. Denk mal, du willst nicht drüber reden, was heute passiert ist, oder? Vielleicht ein andermal, ja. Okay. Danke. Ich meine, soll ich die anderen Jungs fragen, ob die irgendwie ein Gespräch wollen? Die sind oder? Noch schlimmer dran als ich. Wir melden uns, ja. Was? Achso, scheiße. Ja, ich frag die mal. Trotzdem. Gerne. Ich will gerade einfach nur nach Hause. Mit anzusehen, wie er sich das Leben genommen hat vor unseren Augen. Das war. Ich kann dir nicht sagen, wie. Na, kann ich verstehen. Du merkst irgendwie, es geht nicht mehr, komm vorbei. Jungs, helfen dir oder ich. Wir können mal reden. Frag mal die anderen. Ja. Hallo, die Herren. Mahlzeit. Hallo, danke. Ich glaube, es ist kein einfacher Tag für euch, aber wenn ihr wollt, also wenn ihr reden wollt oder irgendwie Hilfe braucht oder ihr merkt, ihr könnt heute Nacht nicht einschlafen oder so, kommt vorbei. Ich oder die Jungs helfen euch. Wir können gerne mit euch reden. Wir sind. Also, danke, geiler Job. Weiß ich. Ich bin gerade auch etwas fassungslos, weil. Ja, ich bin jetzt ein bisschen perplex. Dort mit anzusehen ist nicht leicht. Kann ich mir vorstellen. Und der Gunju wollte ja noch hinterher springen, der war ja klitschnass danach. So, scheiße. Ja, wie gesagt, wollt ihr jetzt schon drüber reden oder sagt ihr erstmal, es geht? Ich würde das erstmal sacken lassen. Wir wollen halt einfach alle nur nach Hause. Wie gesagt, das Angebot steht. Danke. Auch vielen Dank dafür. Danke. Mein Beileid nochmal. Dankeschön. Danke. Komm mal kurz nochmal. Angel. Ich würde
mir leid jetzt für die Kollegen, dass sie sich so ein bisschen doof angestellt haben. Alles gut, mach dir keinen Kopf. Okay. Dann gute Nacht, schlaf gut. Danke dir. Es wird wieder alles gut. Hoffentlich. Dann gute Nacht, Jungs. Wird alles ja, wieder gut. Schlaf gut. Danke. Wir sehen uns. Nochmal sehen uns. Macht gut, danke. Ciao. Ja. Palacio. Mhm. Palacio. Puh, das war... Ich denke mal, Moment. Kein einfacher Schritt, aber... Oh nein. Jetzt einfach blind nach Navi. Ich habe das Navi auf Palacio gesendet. Ja, ich habe auch schon gesetzt auf Palacio. Okay. Warten Sie. Moment. Die hinter uns. Fahrt nochmal zurück. Ja. Es tat mir jetzt leid, einen Danken so anlügen zu müssen, aber die anderen waren einfach da. Ich weiß nicht, habt ihr gehört, was ich einen Danken gesagt habe? Teilweise. Schrottfilm. Also nur, wo du in der Gruppe standst. Achso, ja. Habt ihr das mitbekommen vorhin? Also wenn es euch heute irgendwie scheiße geht, ihr nicht schlafen könnt, kommt vorbei, die Jungs helfen euch. Gut, dann gute Nacht, ne? Mir gerade noch eingefallen. Ich sag's ihm mal. Warte. Nee. Anjo? Ja? Ja, die Jungs müssen den später noch bergen. Also, die werden den bergen und eine Nulllinie schreiben, also halt den Tod bestätigen und dann eine Todesmeldung an die Polizei geben, damit ihr Bescheid wisst. Okay. Weil wir können die Leiche jetzt auch nicht liegen lassen. Also. Ja, natürlich, alles gut. Okay, dann gute Nacht, ne? Dir auch, danke. Ciao, ciao. Ganjo? Aus dem RTW, die haben auch von Anfang an, wo die zurückkamen, schon gesagt, was sie erzählen wollen. Bitte? Dann plötzlich, als sie in unserer Nähe gekommen sind, haben wir plötzlich auch aufgehört zu reden. Ja. Sollen sie denken, was sie wollen? Ja, und die Strömung wird den, die werden den nicht mehr wiederfinden. Thank you.
Einpacken. Günther. Also. Gewalt, einmal aussteigen. Heh.